Das Wort erhält Dieter Dehm, danach Heide Scheuch-Paschkewitz. Ich möchte Michael Erhardt bitten, sich auf den Weg zu Mikrofon 2 zu machen und Anne Helm zu Mikrofon 1. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir hatten eine, wie ich finde, differenzierte Diskussion gestern zum BAMF. Und dabei ist klar geworden, dass wenn es dort um einen Regelverstoß ging, um Menschen zu helfen, nicht um mafiose Strukturen oder Geldflüsse oder Korruption, sondern um einen Regelverstoß, dann steht die Partei auch beim Regelverstoß für Geflüchteten. Und das habe ich auch so betrieben. Ich habe einen Geflüchteten, es wurde mir vorgeworfen von der Staatsanwaltschaft, einen Geflüchteten über drei Grenzen gebracht und erst die Immunität wurde wiederhergestellt im letzten Herbst und die Schweizer Staatsanwaltschaft hat erst im Dezember das Verfahren eingestellt. Die AfD hat mir einen Galgen in meinen Garten gestellt und trotzdem musste ich auf Facebook widerliche Kommentare hören. Ich finde, dass wir auch in dieser Frage eine gewisse Zurückhaltung im Umgang untereinander brauchen. Das ist von den allermeisten Rednern hier, Rednerinnen gesagt worden. Aber das Kernproblem ist nicht mit Regelverstößen lösbar. 820 Millionen Menschen hungern auf der Welt. 65 Millionen sind auf der Flucht. Die werden wir nicht lösen durch eine Grenzdebatte hier dieses Problem, sondern dieses Problem werden wir nur lösen, wenn wir erstens die militärischen Kriege gegen die armen Länder beenden. Und dazu brauchen wir die ganze Kraft dieser Partei und die Wirtschaftskriege von Monsanto, von Bayern für genverstümmeltes Samengut. Das ist das Kernproblem, wo wir alle Kraft dieser Partei brauchen. Und ich wünschte mir, wenn wir die verschiedenen Talente, die in etwa auch die verschiedenen Standpunkte hier widerspiegeln, zusammenbekommen, haben wir unermesslich viele Talente, die Plätze vollmachen, die in Talkshows bestehen, die Menschen am Herzen ergreifen. Wir haben doch zu wenig davon. Also gehen wir doch etwas schonender. Wir wollen mit der Umwelt schonend umgehen. Gehen wir auch mit unseren Genossinnen und Genossen, mit unseren Kräften etwas schonender um, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich habe in diesem Zusammenhang zwei Träume. Das eine ist ein Albtraum. Das ist der Albtraum der ins Gesicht von Sarah geworfenen Schokotorte auf dem Parteitag, den wir hatten. Ihr erinnert euch alle. Das war widerlich und es darf sich rhetorisch auf diesem Parteitag oder nirgends sonst wiederholen. Und das andere, liebe Genossinnen und Genossen, ist ein anderer Traum. Dieter, kommt es ist der Traum. Es ist der Traum davon, dass eine Polizei, möglicherweise sogar in einem linken mitregierten Land, eine Roma-Familie abschieben möchte und auf der Treppe sitzen Sarah Wagenknecht und Katja Kipping und verhindern es gemeinsam. Das Wort hat Heide Scheuch-Paschkewitz, danach an Mikrofon 2 Michael Erhardt.